Ja. Wunderbar. Wunderbar. Und mir eine Taschenlampe aufs Buch gelegt oder war das Magier? Nee. Die Taschenlampe lag dazu, aber ich glaube, als ich näher gekommen bin, ist es auch heller geworden. Ja, mein Buch und ich weiß nicht warum. Oh, ich habe ein Bild gefunden. Ja, das habe ich auch gefunden. Yep. Ist ja eklig. Etwas. Weißt du eigentlich, wie froh ich bin, dass wir das zusammen spielen? Warst du damals auch schon so weit? Ja, du warst schon weiter. Ich war noch ein bisschen weiter, aber nicht mehr viel. Bei mir hat es halt insgesamt länger gedauert mit den ganzen Szenen, weil ich ja beide Sichten gespielt habe. Also ich habe deine Sichten gespielt und ich habe meine Sichten, die ich jetzt hier spiele, gespielt. Das ist halt doppelte Länge. Ach so. Mhm. Deswegen, ab einem gewissen Punkt weiß ich nicht, was bei dir oder bei mir passiert. Oh oh. Also bloß nicht verkacken hier. Musst du dir einen anderen zum Mitspielen suchen? Nix da, das mach ich nur mit dir. Allein schon, weil du dir das Spiel gewünscht hattest. Da muss ich besoffen gewesen sein. Mitgehangen, mitgefangen. Okay. Und jetzt kenne ich das Spiel auch nicht. J'ai entendu. Qui est là? Oh, sie lebt ja noch. Brauchst doch kein schönes Gefühl haben. Doch niemand getötet. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Je n'ai pas pas froissé. Bitte, red weiter. Ja, toll, hat ja super geklappt. Komm schon, wir müssen hinterher. Okay, los jetzt. Das sieht schon heiß aus, ne? Oh yeah. Oh yeah. Das ist ein heißes Luder. Warte mal. Ich mach mal kurz was. Wenn ich rauskomme. Ah, jetzt. Oh. So. Und zwar...
Nach 22 Stunden 26 Bier, ja, das wäre mir scheißegal. Erstmal nach 22 Stunden wäre ich sowas von müde. Wo der Alkohol denn sowieso schneller wirkt, also kann mir da keiner erzählen, dass der denn noch nüchtern ist, also... Oh, war das das? Doch müsste das gewesen sein. Hallo? Oh no. Hörst du mich? Ich hab so ein Piepen im Ohr, ja. Ach gut. Oh weia. Bitte, du sollst nicht alles runterschmeißen, Schatzi. Komm mal vom Schreibtisch. Aber ich schmeiße dann alles runter. Meine Hülsen, jetzt muss ich die wieder einsammeln. Oh, deine Hülsen. Hm. Geil. Oh. Das Gute ist, ich höre mich ja nicht selber, ne? Ich weiß ja nicht, wie ich gerade kriege. Schön, dass du das selber nicht hörst. Ich spiele jetzt immer ein paar Minuten so. Ich hoffe, das stört uns nicht. Wieso? Wer hat das irgendeiner eingelöst? Nö. Nee. Nö. Das ist gerade einfach so von mir. Ah. Oh nein. Oh mein Gott, wenn du jetzt einen Jumpscare hast und dann anfängst zu schreien, dann platzen mir die Ohren, glaube ich. Deswegen ja. Warum kann ich denn jetzt? Ah, jetzt. Moment. Ich muss die Hülse erst füllen. Oh, Gott. Ich... Mappa. Aha. Es ist nett, dass du meine Hülse füllen willst, aber nicht von den Kindern. Okay, den Begriff dafür habe ich auch noch nicht gehört. Der ist mir ganz neu. Der ist mir ganz spontan eingefallen. Ich bin dann gut. Let's go. Let's sing, Mario! Ah, ne. Wohin bringst du mich? Glaubst du, das sag ich dir? Wisst ihr, wohin? Fällt mir jetzt gerade ein. Wir machen gleich weiter. Aufgefallen, wo die doch gefangen gesessen haben, unten im Boot. Und einer zur Scheibe gegangen ist, zur Tür und da durchgeguckt hat. Ist dir da was aufgefallen? Nö. Da war der Typ, der uns immer alles erzählt zu sehen. Echt? Mhm. Nee, hab ich tatsächlich nicht drauf geachtet. Ja, musst mal gucken. Sag mir, wo wir hingehen, verdammt. Im Dingsbums. Ach, jetzt spiele ich Alex? Ja, ich spiele keine Schnitte. Den Fisch? Leute, was macht ihr? Ganz viele tolle Sachen, Hybrid. Ganz viele tolle Sachen. Das ist das Gute, ich höre mich nicht selber. Geh euch nur auf den Sack. Was? Aber ich kann Discord stumm stellen, ne? Ja, aber dann hörst du mich ja nicht mehr. Ja, darum ja. Ja, war gut, ja, gut. Ja, gut, aber wie spielen wir da zusammen? Ah, gar nicht mehr. Nee, finde ich auch nicht. Endlich hat sie mal was Sinnvolles gesagt. Finger weg. Ey, wir haben einen kleinen Bruder verloren. Oh, vernimmt ihn also jetzt deinen kleinen Bruder? Mach doch bloß, was er dir sagt. Na, der sitzt doch irgendwo unten noch, oder? Gut, dass du den nicht verstanden hast. Nee. Ah, schön. Ja, schön. Geile Scheiße. Oh, ich glaube, du hast die komische Erschreckensszene, wo Heimer mich gekillt hat, quasi. Ich glaube, die hast du. Bin mir aber nicht sicher. Aber ich meine, das war mit den beiden, die du da gerade spielst. Stopp. Nee, ich spiel bloß ein. Ja, aber dir läuft ja noch jemand mit hinterher. Quasi. Ah, guck mal, der Nebel breitet sich aus. Mhm. Weil ich spiele jetzt hier gerade was ich noch nicht kenne. Oh Gott!
Oh Gott! Heide, du Arsch! Ich mag eigentlich, aber hier mag ich sie nicht. Oh, Speiseplan. Es steht wieder Speise auf dem Speiseplan. Sorry, jetzt habe ich das Wort. Okay, da geht's nicht weiter. Au. Okay, komm raus. Zeig dich. Das. Ja. Wenn ich schreie, ne? Bist du Bescheid? Mist. Papa? Ja? Ich muss gleich einmal kurz umtappen, weil... Wie? Ich sehe sonst nicht, wie... Ob du dich dumm stellst oder nicht, wenn ich da in deine Szene reinrede. Ach ja, gute Idee. Ich muss meinen Discord auch wieder vorholen. So, okay. Aber ich rede mal wieder normal, ne? Oh, ist das angenehm. Nach einer Weile ist das echt nervig, dieses... Weil man versteht das auch nicht alles so klar, weißt du? Ich weiß. Es muss ab und an mal sein. Eigentlich würde ich was Gruseliges machen, während ich dich erschrecke. Also, nicht, damit ich dich erschrecken kann. Das Problem ist halt, ich muss dafür raustappen. Das weißt du, weißt sowieso, was ich vorhabe, wenn ich raustappe. Also. Ja. Aber wir müssen die Stimmen sowieso nochmal extra testen. Weil bei einigen ist das sehr, sehr schlimm, da überhaupt was zu verstehen. Weil das ist dann auch nicht angebracht, glaube ich. Ja, doch. Ich habe da noch eine andere wilde Idee für dich und deinen Stream. Oh, Papa. Aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das weiß ich auch nicht. Worum geht's? Snapcam. Das hab ich doch schon. Also rein theoretisch. Geht doch nicht bei allen Spielen. Nee, dass man für Punkte oder so... So ein Ding ja. Auswählen kann, was du dir als Maske drüber packst ja, oder so, weißt du? Ja, hab ich ja. Also, ist ja drin. Ach so. Ist ja drin. Das Problem ist, es funktioniert nicht bei jedem Spiel. Zum Beispiel bei Witcher 2 ist halt Witcher 2 die ganze Zeit abgestürzt. Also ich muss das Ding ja die ganze Zeit laufen lassen, weil sonst hängt sich die Kamera auf. Ich find das immer so witzig. Bei anderen Streamern funktioniert das alles einwandfrei. Bei mir, ich muss die Dinger halt immer offen lassen. Und bei Witcher 2, wie gesagt, wenn ich das Programm habe laufen lassen, ist es immer am Abstürzen gewesen. Das ist ja mies, weil hier jetzt hätte man so eine gruselige Maske dann aktivieren können oder so, weißt du, zu so einem Stream. Also oder nach Halloween. Ich glaube, hier hinten ist ein Bild. Ja, ich bin eh woanders als du. Ich sehe das alles gar nicht, was du da machst. Ach so, du bist ja mit Phyllis unterwegs. Ich bin mit Phyllis unterwegs und habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Zum Teufel. Sie übrigens auch nicht. Wobei, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das gerade wissen will, was hier abgeht. Ich hab gedacht, du bist mit mir hier. Nee, leider und nicht. Und spielst die blöde Kuh. Leider nicht. Leider nicht. Wir sind gerade wieder getrennt. Und ich bin jetzt komplett alleine. Mein Kompagnon ist tot, glaube ich. Die Alte dreht jetzt durch. Oh, ich habe auch ein Bild gefunden. What? Ganz aus der Nähe. Ah ja. Ist klar. Sind wir von da nicht gekommen? Rennt die Alte hin? Boah, ich will nicht. Aber ich spiele jetzt tatsächlich etwas, was ich noch nicht kenne. Und das macht mir gerade höllische Angst.
hier raus. Ja, das denke ich mir auch gerade, weil ich habe Angst, wenn ich mich jetzt umdrehe. Ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich Angst vor dem Spiel habe. Jetzt geht's los. Bin in den Raum mit den Särgen. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich jetzt hier einfach zurück muss. Was ich übersehen habe. Oder ob ich warten muss, bis du mir die Tür öffnest. Jetzt sehr geil. Oh Gott. Oh! Sorry, du kleines Arschloch! Tut mir leid. Okay, warte. Wie bist du an ihm vorbeigekommen? Wie kommst du überhaupt hierher? Ich hab dich gesucht und, naja, wollte dich retten oder so. Aber dann waren da diese Geräusche und ich hab mich versteckt. Ich will einfach nur aus diesem Loch raus an die frische Luft. Wieso liegen die da zu zweit drin? Das fragst du noch. Ryan Carter. Hey, ich bin jetzt wenigstens nicht mehr allein unterwegs. Papa hat ein Geheimnis gefunden. Wer hat ein Geheimnis gefunden? Du. Ich? Ja. Da stand bloß ein Name auf dem Sarg. So, dann gucken wir uns noch den letzten an. Bloß nicht zu lange durchgucken. Alter, wie viele Geheimnisse findest du denn? Wieso? Ist das dein... Findest du keine? Oh ich mein glaube, Gott. Ich glaube, ich tue jetzt gleich was Dummes. Hier geht ein Herzschlag. Oh, wieder nach... Ah! Ich will nicht mehr mit. Hast du mich erschreckt? Alter, hast du mich erschreckt? Entschuldigung. Hast du mich bitte nicht klippen, bitte nicht klippen. Oh, bitte klipp das mal einer. Bei beiden. Danke. Also die Stelle hattest du auch schon. Da wo du bist, das hatte ich, aber da wo ich bin, hatte ich noch nicht. Ich spiele was ganz Neues gerade. Das war eben da, wo der Kopf runtergefallen ist und nachher war es doch bloß ein Kelch. Ach, das Schwing, ja. Okay, ich erinnere mich. Ich bin jetzt übrigens in dem Raum, wo ich dich erschossen habe. Beziehungsweise wo wir die Waffen gefunden haben. Ja, das ist schön. Hauptsache, schießt mich nicht nochmal. Nee, du bist ja nicht in der Nähe. Nee, ich bin gerade am Rotlichtviertel hier. Hey, Rotlicht und das ohne mich. Da hinten liegt jemand. Ich bin in dem Raum, wo du aufgewacht bist. Oh. Glaube ich. Hier heult jemand. Hey, sei still. Was soll das? Alter, da weint jemand. Hybrid, nein. Ich will nicht mehr weiterspielen. Ja, ist es. Ja. Ich scheiß dir hier gleich in die Hose. Nein. Ich wollte doch Pampers vorher anziehen, verdammt. Oh, okay. Jetzt, naja, egal. Wachdienstort, Frachtraum 3A, Datum 21. irgendwas. Ein Offizier, Carter Watts. Posten. Reed, Miller, Davis, Perth, Griffin, Patterson, durchgestrichen, O'Neill. Kein unbefugter Zutritt zu bewachten Bereichen. Posten niemals vor Ablöse durch nächste Wache verlassen. Okay. Ich hab Angst. Ohne Witz, ich hab echt Panik.
Ein paar Chance gerade. Ich hab Konrad verloren. Ich hab Konrad verloren. War aber nicht schuld. Wir waren zu dritt unterwegs, auf einmal ist er weg. Ich hab Konrad verloren. Ist gut. Ich hab Konrad verloren. Gut. Ja, und die blöde Kuh läuft durch eine leere Halle und schreit ganz laut: Conny! Conny! Anstatt die Fresse zu halten, weißt du, die werden ja auch nicht besucht. Oh Gott. Jetzt hab ich mich verfehlt. Mach das nicht nochmal mit mir. Guck mal, da steht einer. Ich sehe das erst später bei dir im Stream, weißt du? Du schreist mich schon an und dann sehe ich erst warum. Das kann ja noch lustig werden heute. Gut, jetzt ich glaube, ich habe Bock, das Spiel durchzuspielen. Machst du mit? Was? Nein. Oh Gott. Na, aber wahrscheinlich, dadurch, dass wir jetzt zwei Storys gleichzeitig spielen, sind wir wahrscheinlich schneller durch. Wir teilen uns ja die Hälfte. Nächste Woche und nächsten Monat fangen wir dann mit dem zweiten Teil an. Der zweite Teil kommt zu Halloween. Ich brauche Vorbereitung, seelische. Ach Quatsch. Bis dahin ist der vierte Teil denn schon draußen. Oh Gott, willst du mich umbringen? Nein. Aber ich habe mir gedacht, einmal im Monat spielen wir einen Teil davon. Oh Gott, du willst mich umbringen. Oh. Ist nur ein Vorschlag, musst du ja nicht zustimmen. Frag erst mal. Lieber Chat, mach doch mal bitte eine Umfrage auf. Was bitte? Aber bei dir geht das noch gar nicht mit der Umfrage. Das sollen sie auch bei dir machen, Mensch. Nee, bei mir geht das nicht. Bei mir geht das auch nicht. Boah, da stehen die. Ich finde das nämlich gerade echt lustig. Ich bin aber fertig. Mir tut so das leid. Oh, du bist... Ja, der schläft ja. Nee, ich will nicht. Was läuft denn da für Suppe aus? Ich will nicht so weiter schreien. Der denkt sich wahrscheinlich irgendwann auch nur so, Alter, was hat die Alte da unten? Oh, ich habe eine Patrone gefunden. Krieg ich auch eine Waffe dazu? Jetzt steckt er die wieder in das Loch von der Leiche. Oh mein Gott. Really? Brad, du bist echt... ein Held. Vom Erdbeerfeld, ja. Oh, Leichen. Geh weg. Ich will dich nicht sehen. Habe ich mich an derselben Stelle erschreckt wie du, nur dass ich mich jetzt vor Phyllis erschrocken habe. Hä? Wieso? Hä? Ich bin jetzt Brad. Hab ich doch gesagt. Oh, scheiße. Du hast die Arschkarte. Du hast so die Arschkarte. Danke. Jetzt stehe ich wieder an der Leiche. Okay, fummeln wir die Patrone nochmal raus. Nein, achte mal auf ihr Oberteil. Die Person hat ein anderes Oberteil an. Bei dir. Auf der Patrone steht Alex. Die richtige Phyllis hat ein oranges Oberteil, deine hat ein blaues. Das ist nicht Phyllis. Okay, jetzt machst du mir Angst. Das sind so Sachen, auf die ich nicht achte. Das Problem ist halt, ich spiele ja gerade die richtige Phyllis. Das heißt, das kann ja nicht die... Ne? Ich gehe schon wieder durch diese Tür, die ich eben gegangen bin. Steht Phyllis jetzt nochmal hinter mir? Chelsea Paris. Rex Paris. Mal sehen, wenn du anfängst zu schreien. Jetzt habe ich einen Typ mit der Waffe hinter mir. Nachdem ich das zweite Mal durch den Flur gelatscht bin. Ach, geh aus dem Bild, ich sehe doch nichts. Siehst du, gegen die Wand. Jetzt bin ich schon wieder bei der Leiche. Solange es so das Loch in der Brust ist und kein anderes Loch, ist doch alles safe. Vielleicht der Name steht. Diesmal auch. Die Leiche ist ja gar nicht so verrunzt wie beim letzten Mal. Aber langsam wird's komisch.
Schmeiß das weg! Schmeiß das weg! Nein! Oh. Was ist das? Mach das aus! F4, mach das aus! Soll ich auf vorne drücken? Boah, oh, ist das eklig? Nee, so weit war ich schon wieder durch die Tür. So weit war ich, glaube ich, nicht. So weit habe ich mich, glaube ich, nicht getraut. Das Schlimmste ist, ich spiele halt so gar nicht mehr weiter, ne? Ich gehe nur noch so Babyschritte. Okay, jetzt habe ich mich selber laufen sehen. Wir müssen weiter. Oh mein Gott. Der hilft uns hier nicht mehr. Oh mein Gott. Ich glaube, ich sterbe. Oh Gott, Uli, du verkackst gerade die ganzen... Jetzt habe ich mich bei dir im Stream erschrocken. Ich sterbe gerade. Ja, du musst auch die Tasten drücken, habe ich mir sagen lassen. Komm schon! Nein! Ich bin tot. Ich bin tot. Guck mal, der will knutschen. Der will doch nur knutschen. Okay, wir haben einen Charakter verloren. Und, oder doch nicht? Nee, doch nicht. Sie lebt noch. Aber ich glaub... Ich hab schon wieder so eine Ekelszene. Oh mein... Was hab ich hier für eine Scheiße? Wir retten ihn! Ach du Heilige. What the fuck? Ich will den Scheiß nicht mehr. Ich will den Scheiß nicht mehr. Was in Gottes Namen ist das? Ich darf nicht in deinen Stream gucken, immer wenn du quietscht. Ich brauche eine kurze Pause, Entschuldigung. Ja, ich würde mir gerne Eis holen, Pipi machen und... Vor allem, jetzt macht er bei dir die Pause. Ich dachte gerade schon so, hä? Alter, habe ich nasse Hände. Und, und ich müsste mich auch mal bewegen. Ja, mach das. Ich brauche die Pause gerade. Also so weit habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Oh Gott. Völlig fertig. Ich bin gerade so ein komplettes Wrack. Oh. Scheiße, ey. So, dann bis gleich. Gib mir 2 Minuten. Okay. Oh Gott, Leute. Das Spiel macht mich fertig. Hallo. And welcome to my repository. I am the curator. The curator of stories. Stories of love, hate, greed, and beauty. Life and death. It's all about decisions, isn't it? Decisions made in a hurry, in a panic, made with the heart instead of the head, or vice versa. And we have to live with those decisions or die by them. Boom. There are worse ways to go. Unfortunate death. It is the tax one pays for having lived, and it comes, eventually, to everybody. That's all for the moment. We'll talk again soon enough. We'll have the opportunity to account for all the actions that you've taken, or whatever mess you've made.